Ich mache jetzt seit ungefähr 2 Jahren Gewichtheben und ich war einer der Leute, der sich es mehr oder weniger selbst beigebracht hatte, außer dem Kurs in der Uni, den ich hatte. Und ich habe natürlich viele Fehler am Anfang gemacht und damit ich euch die ersparen kann, geht es heute mal um die Top-Fehler beim Gewichtheben, die man vor allem als Anfänger hat. Los geht's, wie immer nach dem Intro, ab geht's! Erster Tipp ist eigentlich relativ simpel und auch ziemlich offensichtlich, und zwar holt euch einen Trainer. Wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, Gewichtheben zu lernen, dann fangt am besten in einem Verein an oder in einer Crossfit-Box oder wo auch immer, wo ein guter Trainer ist, der selbst Erfahrung hat und der auch, sag ich mal, halbwegs vernünftige Gewichte irgendwann mal gehoben hat. Denn wenn der selbst nicht schön liften kann, dann wird der wahrscheinlich auch kein guter Coach sein. Wenn ihr keinen Trainer habt, so wie es bei mir auch war, dann ist eine Sache extrem nützlich, und zwar, wenn ihr euch regelmäßig filmt. Entweder habt ihr jemanden im Training, mit dem ihr zusammengeht, der mal mit dem Handy draufhält, oder ihr nehmt ein kleines Mini-Stativ mit. Der Vorteil, wenn ihr euch filmt, ist, dass ihr euch dann quasi nochmal die Technik selber anschauen könnt. Und ich werde jetzt nach und nach immer mehr auf die Technik eingehen vom Reißen. Ich habe auch schon ein paar Videos gemacht, wo ich einfach mal über mein Training auf eingegangen bin. Da könnt ihr euch auch ein paar Tipps holen, verlinke ich mal in der Infocard. Aber in der nächsten Zeit werden einige Tutorials zum olympischen Gewichtheben kommen. Und die könnt ihr dann eben auf eure Videos übertragen und könnt dann immer selber nachschauen, Frame für Frame quasi, seid ihr in der richtigen Position und habt ihr eine richtige Technik beim Liften. Zweiter Tipp oder zweiter Anfängerfehler, den viele machen, ist, dass sie zu viele Wiederholungen oder zu viele Übungen im Training einbauen. Das betrifft vor allem Leute, die es fürs Athletiktraining machen, also zum Beispiel Leichtathleten, Fußball oder sowas, die es erstmal anfangen, zum Beispiel im Power Clean, Standumsätzen, zum Beispiel für mehr Explosivität in der Hüftstreckung mit einzubauen. Die machen das oft zum Beispiel im Achterwiederholungsbereich. Aber Achterwiederholungen ist fürs Gewichtheben auf jeden Fall viel zu viel. Wir wollen im Gewichtheben wirklich maximal 3 Wiederholungen haben, wenn nicht sogar 2 oder 1er. Da kann man auf jeden Fall mal variieren. Die gleiche Geschichte gibt es auch noch bei der Übungsauswahl. Wenn ihr Gewichtheben macht, dann werdet ihr maximal, sagen wir mal, 4 bis 5 Hauptübungen haben. Klar, wenn ihr noch mal ein paar Bauchübungen am Ende macht oder sowas wie Beinstrecker, Beinbeuger für Muskelaufbau, was auch immer, das könnt ihr natürlich machen. Aber ihr braucht keine 8 olympische Gewichtheberübungen machen oder 100 verschiedene Variationen vom Reißen, Standreißen, aus dem Hangreißen, aus erhöhter Position, dann nochmal Reißkniebeugen und sowas. Viel zu viel. Konzentriert euch auf ungefähr 4 bis 5 Übungen, die ihr in so einem Training einbaut. Ich kann euch mal kurz ein Beispiel geben. Als Anfänger zum Beispiel fangt ihr an mit Reißen, also das komplette Reißen. Dann macht ihr Züge, die könnt ihr entweder von ganz unten machen oder irgendwie aus dem Hang. Dann macht ihr zum Beispiel nochmal Schwungdrücken oder Kraftdrücken und dann macht ihr eine Kniebeugenvariante. Das reicht schon. Dann habt ihr alles mit drin und dann könnt ihr am Ende immer noch sagen, okay, macht noch ein bisschen Bauch, noch ein bisschen Mobility oder sowas. Und da seid ihr dann, wenn ihr euch wirklich Zeit für die Übungen nehmt, seid ihr auch locker schon bei ungefähr 90 Minuten, teilweise sogar 2 Stunden. Der dritte Anfängerfehler ist, dass die Startposition oft nicht richtig ist. Das Problem ist, das ist sogar schon so beim Powerlifting, zum Beispiel Kreuzheben und so weiter, das Setup ist alles. Wenn ihr nicht die richtige Startposition habt, das betrifft sowohl das Reißen, Umsetzen, Züge, alles, dann werdet ihr auch die Übung nicht richtig machen. Ich sage jetzt mal so die Kurzfassung der Startposition. Ich werde da nochmal in den nächsten Videos genauer drauf eingehen. Aber fürs Reißen jetzt mal, was für den Anfänger eher am wichtigsten ist, ihr solltet ungefähr schulterbreit stehen, Zehenspitzen leicht nach außen. Ganz wichtig jetzt, dass ihr während dem Zug immer den Körperschwerpunkt über dem Mittelfuß habt. Also schaut, dass ihr nicht gefühlt auf der Ferse steht, aber auch nicht gefühlt auf den Zehenspitzen. Konzentriert euch wirklich drauf, Schwerpunkt auf dem Mittelfuß. Dann greift ihr eben eure Griffbreite, die solltet ihr wissen, beziehungsweise ich werde da eh nochmal in der Zukunft drauf eingehen. Und ihr schaut jetzt, dass ihr mit der Schulter auf jeden Fall ungefähr beim Reißen 6 cm, also du kannst mal gerade von der Seite filmen. Wenn man von der Seite drauf schaut, sollte die Schulter beim Reißen ungefähr 6 cm vor der Langhantel sein. Blick geht gerade nach vorne. Und beim Umsetzen ist es mehr oder weniger das Gleiche, nur dass die Schulter nur 4 cm dahinter ist. Rücken ist gerade. Das ist, sag ich mal, so die wichtigste Sache der Startposition. Und vor allem die Schulterposition ist das, was ganz oft falsch gemacht wird. Wenn die Schulter zu weit vorne oder zu weit hinten ist, dann verliert ihr einfach die Balance und werdet während dem Zug, zum Beispiel, wenn ihr jetzt hier schon mit der Schulter zu weit hinten seid, dann könnt ihr während dem Zug das nicht beibehalten. Und dann werdet ihr während dem Zug so eine Veränderung haben mit der Langhantel, dass ihr einfach nicht schön weiterzieht. Also Startposition ist ganz, ganz, ganz wichtig. Da müsst ihr extrem Fokus drauf legen.
Der vierte Anfängerfehler, den ganz viele machen am Anfang vor allem, ist, dass der Impuls nicht aus den Beinen kommt, sondern teilweise aus den Armen. Und das ist natürlich eine ganz, ganz gravierende Sache, die am Anfang wirklich Zeit braucht, bis man die drin hat. Aber sowohl bei allen Zügen, also sowohl beim Reißen bei dem Zug, wo ihr dann auffangt, als auch beim Umsetzen und auch beim Schwungdrücken bzw. Ausstoßen, sollte die Kraft immer aus den Beinen kommen. Die Beine sind einfach richtige Muskelpakete, da könnt ihr Kraft generieren, die Arme dagegen sind sehr, sehr schwach. Und ein typisches Fehlerbild, vor allem wieder beim Reißen, beim Zug, das gehe ich jetzt mal kurz durch, ist, dass ihr anfangt, hier oben mit den Armen zu beugen, bevor ihr die Hüfte gestreckt habt. Das bedeutet quasi in der Konsequenz, dass ihr die Arme gebeugt habt und dann Vollgas mit dem Bein geben wollt. Und die Arme werden einfach, da die Beine ja stärker sind, irgendwann nachgeben. Das bedeutet quasi, die Arme, also diese Kraft verpufft. Der komplette Impuls, den ihr mit den Beinen generiert habt, verpufft durch die Arme, die jetzt wieder lang werden. Das heißt, ganz wichtig, dass erst die Beine voll arbeiten. Also die Hüfte und die Knie werden komplett gestreckt und danach, wenn überhaupt, ziehen die Arme hinterher. Ich mach's mal einmal kurz vor. Ihr geht nach oben und erst wenn ihr hier voll gestreckt habt, dann könnt ihr nochmal mit den Armen ein bisschen nachziehen. Ich habe es jetzt mal ganz langsam gemacht. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Beim Ausstoßen natürlich die gleiche Sache. Ihr wollt, dass das Gewicht hier auf der vorderen Schulter und am Schlüsselbein ruht, damit ihr die Kraft über den Oberkörper direkt in die Langhantel übertragen könnt. Die Kraft und den Impuls aus den Beinen. Wenn ihr anfangt, mit den Ellbogen runter zu gehen und auf einmal in dieser wie beim Schulterdrücken die Langhantel haltet über eure Arm- und Schulterkraft, dann werdet ihr einfach nicht Vollgas mit den Beinen geben können, weil wenn die Beine Vollgas geben, können die Arme es einfach nicht mehr halten. Das sind einfach die Beine viel zu stark für die Arme, für den Oberkörper. Der fünfte Tipp, den ich jetzt noch für euch habe, ist einer, den ihr jetzt wahrscheinlich erst verstehen werdet, wenn ich euch die Videos dazu einblende. Die werdet ihr jetzt im Hintergrund sehen. Und zwar sieht man bei mir da auch einen ganz, ganz großen Unterschied zwischen mir, wo ich ganz am Anfang war, so ungefähr nach 2 Monaten Gewichtheben, 1 bis 2 Monate Gewichtheben und jetzt. Meine Technik jetzt ist natürlich immer noch nicht perfekt, weit davon entfernt, aber man sieht da einfach schon, dass sich viel getan hat. Und zwar geht es darum, dass nach dem Zug gleichzeitig die Beine aufsetzen und die Ellenbogen durchstrecken, also quasi dieses gleichzeitige Festmachen. Die meisten Anfänger setzen schnell mit den Beinen auf und die Arme sind viel zu langsam, also quasi so. Und das ist wirklich ein ganz, ganz gravierender Fehler und ihr werdet es auch relativ deutlich jetzt sehen. Ich blende es wie gesagt im Hintergrund ein. Dass ich am Anfang noch viel zu langsam mit den Ellenbogen war. Das ist auch völlig normal. Die Arme sind nicht gewohnt, so schnell, sag ich mal, oben festzumachen. Aber konzentriert euch mal darauf, dass ihr euch wirklich vorstellt, das könnt ihr teilweise sogar mit diesem Sound machen. Also man sagt ja immer laut aufsetzen. Und ihr könnt mal versuchen, dass während ihr aufsetzt, zack, gleichzeitig aufkommen, festmachen und Ellenbogen durchstrecken. Das ist der fünfte Tipp. Und damit solltet ihr eigentlich schon mal so die wichtigsten Anfängerfehler vermeiden können. Jetzt ist natürlich Gewichtheben wirklich eine komplexe Sache und ich versuche jetzt in den nächsten Videos immer mehr auf die technischen Feinheiten und technische Eigenschaften von einzelnen Teilübungen einzugehen. Wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr mehr Infos zum Gewichtheben wollt, dann lasst dem Video auf jeden Fall mal einen Daumen oben da, abonniert den Kanal und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche Videos euch interessieren würden oder zu welchen Übungen ihr Fragen habt. Wir sehen uns im nächsten Video, macht's gut, bis dahin und ciao.